bald an meinen Zufluchtsort. Hielt es bei euch nicht mehr aus, wollte einfach nur noch fort. Ich kann die ganze kleingeistige Scheiße nicht mehr sehen. Fühl mich völlig aus der Zeit gefallen und aus dem System. Kann ich verstehen, was habt ihr alle für ein Problem? Habt ihr euch nie mit offenen Augen in der Natur umgesehen? Wie hier alles funktioniert, ohne dass jemand regiert und allen Pflanzen oder Tieren seinen Willen aufdiktiert. Wie man koexistiert, sich miteinander arrangiert. Aber Leben und Leben lassen habt ihr eh noch nie kapiert. Ihr regt euch lieber tierisch auf und steigert euch in alles rein. Könnt nicht mal ein paar Stunden friedlich und im Einklang sein. Nach der Krise kommt die nächste Krise und dann wieder Krise. Und bei jeder sind sich alle sicher, keine ist so schlimm wie diese. Alle stehen unter Strom, jeder ist chronisch empört. Wenn mal wieder jemand kundtut, was ich heute nicht mehr gehört. Jeder Furz wird zum Skandal, jede Meinung ein Eklat. Überleg dir, was du sagst, sonst bist du bald nicht mehr da. Die bleiben, sind weichgespült und haben nichts zu sagen. Und jeden zweiten Tag wird man eine neue Sau durch die Dörfer jagt. Klimawandel, weltweite Seuchen und die Inflation. Flüchtlingswelle und irre Diktatoren, die mit Waffen drohen. Der neueste Anschlag in Israel, Krieg in der Ukraine. Jeder hat dazu eine Meinung, doch keiner gönnt dem anderen seine. Durch die Gesellschaft geht ein Riss, von ganz links bis nach rechts außen. Schlagt euch von mir aus alle tot, ich bin dann mal eine Weile draußen. Ich entziehe mich der Gegenwart mit all ihren Sorgen. Atme ganz tief durch und hoffe auf ein besseres Morgen. Auf ein besseres Morgen. Ja, ja, Hoffnung. Hoffnung. Aha, ja. Auf ein besseres Morgen. Auf ein besseres Morgen. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass wir als Gesellschaft schon mal weiter waren? Heute fast überall mehr Druck herrscht als vor 30 oder 40 Jahren. Die Arbeitswelt wird kälter, es steigt der Frust in den Betrieben. Viele schuften für zwei und müssen Überstunden schieben, weil die Hälfte der Kollegen krank ist oder gleich den Job quittiert. Die andere Hälfte hat man eh schon weg, rationalisiert oder schaut an die Schulen. Kinder kommen oft erst um 5 nach Haus, 8 Stunden oder mehr und Hausaufgaben obendrauf. Weil sich die Industrie beschwert hat, dass die Leistung nicht mehr stimmt, werden Schüler effizienter auf Verwertbarkeit getrimmt. Kinderpsychiatrien haben lange Wartezeiten, während Kinderseelen leiden und immer mehr auf der Strecke bleiben. Das Gesundheitssystem hat man aus Gier privatisiert, Abläufe industrialisiert, Kranke zu Kunden degradiert. Egal ob Post oder Bahn, früher kam sie nie zu spät. Dann erklärten Experten, dass es so leider nicht mehr weitergeht. Alles wird für den Profit geopfert, Bürger wurden nicht gefragt. Ist alternativlos, hat man stattdessen bloß dem Volk gesagt. Alternativlos, dass ihr euch einschränken müsst in eurem Leben. Alternativlos, dass wir euer Geld für Schwachsinn ausgeben. Seit Jahren merkelt man sich durch und fährt nur noch auf Sicht, wie die Titanic durch den Nebel, doch viel sehen tut man nicht. Eine Vision, die einen leitet, hat man nicht mehr in der Politik. Lieber schürt man Angst vor Armut, Seuchen und dem nächsten Krieg. Wo ist für diese Welt eine positive Utopie? Seht bloß Überlebensmanagement und Krisenhysterie. Alle schieben nur noch Panik und machen sich Sorgen. Kaum einer macht sich noch Gedanken für ein besseres Morgen. Aha, ja. Kaum einer macht sich noch Gedanken. Gedanken für ein besseres Morgen, ja. Wir brauchen keine Pfaffen mehr, die uns ihre Moral aufschwätzen. Keine Demagogen, die gegen andere Demagogen hetzen. Keine Egomanen an den Strippen der Macht. Es sollte weniger gezankt werden und viel mehr nachgedacht. Ich habe einen Traum von einem Land der Fantasie, ohne Ideologie, Parteibücher und Bürokratie, wo sich die klügsten Denker, Philosophen und Gelehrten an einen Tisch setzen, um dann gemeinsam zu bewerten, wie wir unser Gemeinwesen am besten strukturieren, um für alle Alltagsstress und den Frust zu minimieren, wo es nicht um das, was Firmen und Konzerne wollen geht, sondern das Wohl des Individuums an erster Stelle steht, wo man den Menschen nicht daran misst, was er für die Gesellschaft bringt, sondern das System danach bewertet, ob alle in ihm glücklich sind. Und wenn es das nicht leistet, wird es dekonstruiert und wieder neu arrangiert, bis es richtig funktioniert. Wo das Volk regiert, doch nicht als unmündige Masse, wie Populisten aufhetzen gegen die jeweils andere Klasse oder Rasse. Nein, die Menschen müssen endlich sehen, dass sie diesen Weg nicht gegen, sondern miteinander gehen. Keiner kommt ans Ziel, wenn jeder dem anderen sein Ziel nicht gönnt. Nichts Gutes kommt heraus, wenn man sich angiftet im Parlament. Die Suche nach der Weisheit sollte unser aller Streben sein. Und wenn die Mehrheit danach lebt, ist kein Weiser mehr allein. Dann werden Sorgen klein und große Krisen bald Geschichte sein. Doch jeder muss sich fragen lassen, wofür setzt du dich ein? Kämpfst du mit Schaum vom Mund, vom Hass auf deine Feinde verdorben? Oder mit Weisheit und Verständnis für ein besseres Morgen? Für ein besseres Morgen. Für ein besseres Morgen. Ich bin Dean the Saint und ich bin der